New York in den 50er Jahren. Zwei Jugendbanden kämpfen um die Vorherrschaft der Straße. Die Jets und die Sharks. Gewalt und Hass prallen aufeinander. Um den Machtkampf zu entschärfen, wird ein Tanzwettbewerb angesetzt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Mittendrin werden Tony von den Jets und die Einwanderin Maria von der Liebe überrollt. Einer Liebe, die nicht sein darf. Es ist die Geschichte von Romeo und Julia versetzt in das New York der 50er Jahre. Es ist eine gute Geschichte. Die Musik von Bernstein macht einen Großteil des Erfolges aus. Doch auch die Geschichte hat es in sich. Das gelobte Land Amerika, für die Jugend bietet es nur wenig Chancen. Ein klassischer Nährboden für Kriminalität und Fremdenfeindlichkeit. Der aktuelle Bezug ist unverkennbar. Auch die Tanzszenen von Broadway-Regisseur Jerome Robbins haben Maßstäbe gesetzt. Das Ende von Tony und Maria ist bitter und vorhersehbar. Ihre Liebe hat gegen die Gesellschaft keine Chance. Es muss erst Tote auf beiden Seiten geben, bis die sinnlose Gewalt ein Ende findet.